Für die Brokeback Splash Mountain Gun brauchen wir. Hä, muss ich. Komme ich nicht hier zum Linkstrand? Ich ist mit diesem Strand verwirrt mich immer extrem. Oh, ich habe noch so ein Kartoffelmännchen erschossen. Oh. Für die Mark II. Aber es sind auch 10 und ich habe jetzt 3. Ich weiß nicht, wo die sind. Ich habe mir da nicht den Guide genug angeguckt. Achso. Die sind irgendwie alle oben bei solchen Buden. Oh, die ist immer noch nicht voll, die ekelhafte Kiste da hinten. Ah, du kannst in Hasselhoffs Bude rein. Riecht nach Hoff. Oh, sie riecht so nach Hoff. Ah, ich weiß noch, als Infinite Warfare kam, da war der ja auch auf der Gamescom und alles. Ja, klar. Ey, das war der richtig Hoff. Nice. Da war auch noch irgendwie so viel los, ne? So, und jetzt ist einfach also so YouTuber. Der war hier auch, wo hier diese Vorstellung von Street Fighter Cross Tekken oder so war. Und da war ja auch Don't Hassle the Hoff und so, wo sie das neue Street Fighter gezeigt haben und so. So, ich habe erstmal alle Parts gesammelt hier. So sieht das nämlich aus. Alle Parts fürs Perk? Für Shield. Ah, ja, dann den müssen wir in dem Ding machen, ne? Im Teleport Room. Ja, ich wäre bereit für eine Runde Teleport. Ja, gut. Dann porten wir uns. Gegen Backdoor-Schellen immer noch das Beste. Ich muss hier nicht auch noch ein Teil liegen? Okay. Soll ich drücken? Ich drück. Ja. Guck mal, da kommt direkt noch so eine Betty. So eine Betty ohne Schmalz. Oh, ich punch mal die hier. Bau das Schild. Hier, warte. Bau ich? Hä? Geht es bei dir? Guck mal, kannst du hier was bauen? Ah, jetzt. So, Schild. Kann ich die Machete punchen? Ich kann die Machete punchen. Alter. Hallo? Bist noch da? Ich bin hier, hallo? Ich kann die Machete nicht rausholen. Die ist weg? Oh nein! Er hat die Machete gefressen! Die ist weg, ich kann die nicht rausholen. Oh scheiße. Jetzt haben wir ein Problem. Der hat einfach die Machete. Der hat einfach die Machete gefressen, ja. Wo ist der Automat? Irgendwo hinten. Ja, hier sind auch noch super viele Kisten im Startgebiet, ne? Ist der am Strand, der Automat, wieder? Nee, der ist, glaube ich, oben auf dem scheiß Turm. Könnte sein, dass der oben auf dem Kackturm ist, ja. Ah, das ist eine doofe Stelle. Komm ich ja nochmal hin auf den Turm? Ich glaube, irgendwie hier und dann an der Seite hoch. Da geht's hier nur zur Rutsche. Nee, beim Nogger hier, dann da hoch. Das ist jetzt gar nicht gut, dass er die Machete einfach so gesnackt hat. Oh, hier. Bestes Gum habe ich geholt. Bestes Gum. Mach ich hier auch nochmal auf. Die Bombstoppers. Na, die brauchst du, wenn du... Für Raygun No Damage. Ich habe eine neue Machete. Ich kann sie nicht einsammeln, weil meine Waffe nicht jetzt. Also ich hab irgendwie so einen Waffenwechsel-Bug eben gerade gehabt. Die Kiste? Oh, die ist auch noch nicht voll. Dann bleib ich mal hier stehen, du. Techno-Clowns! Go Techno! Go Techno! Oh, ich bin auch hier oben, du. So, die Kiste ist voll. Ich bin auf dem Oralymp. Auf dem Oralymp, du. Auf dem Techno-Clown. Der gute alte Techno-Trick. Die Kiste ist auch voll. Techno-Clowns. Die sind aber auch spritzig unterwegs, die Clowns, ne? Ja, die ist auch voll. Ich hab grad gehofft. Gamma-Smash. Ich hab grad gehofft, dass die mal gamma-mäßig hier vorbeikommen, aber die hängen irgendwie alle irgendwo da hinten an so einer Kante fest, glaube ich. Ganz merkwürdig. Wie buttrig bist du unterwegs eigentlich, was Perks und so angeht? Nicht, ja, geht so. Ich habe 2. Schneller nachladen und einen Schnugi. Okay, hab ich in okay. der Materie. Kriegen wir da alle Perks oder einen Perk? Was, wenn wir diese Gummischachteln haben? Ja. Eins. Das ist quasi, ne? Ja, aber dann müssen wir es nehmen, wenn wir alles voll haben, oder nicht? Ja, aber ich will halt nur wissen, wo es ist. Für den Fall, dass der Fall eintreten kann, weißt du? Dass ich...
Na, wir müssen jetzt eigentlich eher so ein Startgebiet unter Kisten füllen. Ja, ich wollte jetzt hier füllen. Also die Snackkiste, bist du in der Fressalien-Area oder wo bist du jetzt ja, gerade? Ja, ja, in der Fressalien-Area, in der Ecke, da hinten. Genau, wo man nicht rauskommt. Da darf eigentlich nicht mehr wirklich viel fehlen. Weil die habe ich ja schon richtig reingefüttert. Nein, die, wo der Teleporter ist, nicht in der kleinen Ecke vom Hasselhoff. Dahinter ist noch eine, hinten, ganz hinten in der Ecke. Ja, ja, meine ich, genau die meine ich. Die, wo so komplett eingezäunt ist, ne? Ja, das ja, ist genau. Zaun. Genau, da habe ich schon richtig viel reingefüttert. Das kann nicht mehr viel sein. Vergiss nicht Headshot, ne? Ja, jetzt gerade. Oh toll, ich komme hier jetzt gerade nicht raus, weil hier eine Nuke vor mir liegt. Aber ich muss hier raus, so. So, das war's, Headshots-mäßig. Na, müssen wir zu Neil. Nile the Schneil. Ich geh zu Nile. Nile. Oh, ich kann nichts machen, mein Nile. Oh. Oh, da war eine Nuke in der Kiste und ich stand an der Nuke dran. Ich hab's irgendwie. Ja. Egal, ich hab collected. Alter, wieso komme ich hier nicht weg? Die überleben die Nuke oder was? Nee, nee, das dauert nur. Die werden ja so nach und nach abrasiert. So, Double Coins in the Coin Line. Da muss noch mal mit Nile reden. In der Coin Line. Den Schlüssel, weil da kommt eine Skeleton Round. Nile ist geil, da ist er. Ja, die blaue Batterie, ich gehe an den Leuchtturm und schieße es runter. Jetzt weiß ich nicht, wo noch Kisten sind. Hier geht's auch noch irgendwie rein. Nalalabab. Okay, das ist hier so ein... So, hab das X geschossen. Das war dann hier. Ja, dann müssen wir gemeinsam jetzt so eine Skelettrunde überleben. Ah, hier ist die Kiste. Schießen wir die dafür erst runter? Ich guck gerade, ob noch irgendwo Kisten zum Füllen sind. Am Startgebiet die eine in der Ecke auf jeden Fall. Die habe ich voll. Aua. Aber hier könnte ich jetzt das Skelett befreien, wenn wir schon hier sind. Ja, okay, dann drück. Dann startet aber ein Event, ne? Ja. Oh, du musst auch jetzt. Müssen alle da sein. Ich bin da. Jetzt kommen hier Skelette gespawnt. Spawnen die überall oder nur an einer Stelle irgendwie hier? Nur hier in diesem Bereich, wo die Düsen sind. Anscheinend nur an der Ecke hier. Ja, sag ich ja. Ja, also er hat gemeint, es wäre sehr leicht. Na, haben wir schon die nächste Batterie dann. Aber don't push it, ne? Don't push it, okay, jetzt ist wieder offen. Ja. Aber jetzt schnell hin, da gibt es, glaube ich, eine Kill-Challenge. Achtung, ich buddel. Granaten. Ja, buddeln ist am Anfang noch, ja. Aber ja, ich hinterher... habe 4000 vorhin ausgebuddelt, also man weiß es nie, ne? Hier ist noch eine Kiste. Hier sind noch 2, 3 Kisten wahrscheinlich und wir brauchen das. Ja, ich weiß, dass wir das brauchen. Das ist mir durchaus bewusst. Ich habe hier hinten schon ein bisschen was weggefüllt, aber eine fehlt noch hinten. Ich gehe hier an die Kiste. Mit der Raygun lässt sich das eventuell gut machen. Aber ein Max Ammo wäre mal wieder geil gewesen. So, Moment. Oh nein, du musst geduckt. Oder crouchen ist sogar hinlegen, ne? Nee, ich glaube nicht. Sehen wir gleich. Ich gehe in eine Hocke und dann schießt du doch mal ab. Dann siehst du ja, ob es sich füllt. Also ja, nur gut, auf, ich kann's töten. Auf C hocke und dann. Ich habe keinen Zombie. Hast du einen Zombie? Nö, im Moment nicht. Da kommt einer. Warte, ich ziehe ihn aber gleich hier zur Kiste. Junge, du sollst nicht umsonst draufgehen. Na, hier ist noch ein im Startgebiet. Die mache ich jetzt. Die versuche ich jetzt zu machen. Und was geduckt oder was ich hingelegt? War auf C geduckt. Okay, dann geht das. Dann ist das okay. Don't push it. Ja gut, dann ist das auch die letzte Kill-Challenge. Dann brauchen wir auch keine Machete. Kann ich die auch noch verkaufen. Weil dann müssen wir den Splash-Gun-Run machen.
Wow. Doch mal lieber wegsprinten, ganz kurz. Okay, die Kiste hinten ist auch schon voll. Okay, die ist auch voll. Jetzt haben wir aber noch eine andere Kiste an so einer bekackten Stelle hier oben. Die ist voll. War hier noch eine drin? Ich weiß nicht, ob die jetzt voll war. Ah, hier ist noch eine. Ich habe noch eine. Und ich habe irgendwo den Schrei des Hummers gehört. Ja, ja. Für seine gefallenen, gekochten Brüder. Oh, 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 oh. Nicht draufgehen. Der Hummer. Bist du tot? Nein, nein. Okay. Ich habe mir schon schneller Wiederbeleben geholt. Okay, Hummer ist down. Ich habe seine Hummerseele in die Kiste gefüttert. Das müsste doch eigentlich... So ein Hummer-Hotdog in New York für $64. So einen heißen Hummer. Because I can. Also hier ist noch eine Kiste, aber keine Zombies. Ich habe irgendwie no zombies in the drums. Okay, die Kiste ist gefüllt. Gefüllte Filet-Fisch. Okay, hier ist... Im Stadtgebiet ist noch eine Filthy Philip. Oder ist noch einer oben? Hier ist auch noch eine hier im Restaurant. In der Kantine hier. Ach ja, stimmt, in dem Saloon, ne? Ja, aber die ist auch voll jetzt. Habe ich voll gemacht direkt. Aber bei mir kommt einfach zu wenig. Instafill. Soll ich dir was vorbeibringen? Boah, jetzt kommt ganz viel. Auf einmal kam ein richtiger Schwall. Was hat er denn da liegen? Der hat ja noch. Challenge is over. Du musst mit Neil reden. Also, wenn du mal bei ihm vorbeikommst. Press F to collect. Er hat mir einen Coin gegeben. Ja, klar. Hä? Für was sind dann die Kisten? Für was sind dann die Kisten? Ich habe alle Coins reingesteckt jetzt. Ja. Jetzt brauchen wir Wasser. Haben wir einen Eimer? Hat er dir einen Eimer gegeben? Sind die Kisten vielleicht alle Perks so? Weiß ich nicht. Jetzt sind wir nämlich schon so weit in den Kisten, jetzt will ich auch die letzten füllen da hinten. Also da ist noch einer bei mir. Yellow Battery brauchen wir jetzt? Ja, für die Yellow Battery, die kriegen wir über der Rutsche. Dafür brauchen wir die Wasser Ding. Und dafür müssen wir mit einem Eimer, also ganz hinten in dieser Ecke, wo man den Affen ins Gesicht gejumpt kriegt. Weißt du, was ich meine? Da ist noch eine Kiste. Startgebiet. Da, wo du den Orang-Utan ins Gesicht geflatscht bekommst. Ich kann den irgendwie nicht richtig einsammeln. Vorhin was stand da... einsammeln? Den Eimer. Er hat einen Eimer in der Hand, aber ich kann ihn nicht... Vielleicht haben wir schon einen. Warte mal, ich guck mal. Hier ist die Stelle, wo man Wasser holen muss. Ja, zwischen... Nee. Hast du ihn? Nee. Aber warum steht hier Press F to collect? Was kann ich denn hier einsammeln? Ich geh mal hin, warte mal. Ich guck mal. Ich glaube, ich hab ihn jetzt. Am Strand, wo wir Hasselhoff abgegeben haben, ne? Da ist so ein Bereich, wo ganz viele kleine Eimer liegen. Okay, er hat ihn nicht mehr in der Hand. Ja gut, hast du Stamina-Up? Ich hab Stamina-Up, ja. Okay, das brauchst du nämlich. Du musst jetzt zu diesen ganzen Automaten kommen, ohne dass der Eimer halt überkocht. Wie überkocht? Ne, der macht so ein Pfeifgeräusch wie so ein Teekessel. Ne, macht er nicht. Noch nicht, du hast ja noch kein Wasser drin. Ach so. Du findest die Stelle schon mit diesem komischen blauen Glibber so und dann ist da so Wasser. Kannst da Wasser rausholen. Ja, und dann wohin? Zu den Automaten. Einer ist direkt bei Gletschereis hier bei mir. Zu welchen Automaten? Achso, okay, ich folge dir dann. Diesen Münzdingern. Phil Bucket? Da, wo die Münzen. Ja, und dann einfach rüber auf die Gletscherseite. Einfach auf die Gletscherseite und dann hochlaufen. Da siehst du ihn dann schon. Hier ist er, da wo du bist. Töte den Zombie. Wenn er nicht hat. Ich hab zwei. Da ist er doch, da. Direkt vor dir, da, wo ich hinschieß. Ach, der Token-Automat. Ja, der Token-Automat. Ja, okay, weil hier stehen nämlich auch noch Spielautomaten. Und jetzt? Wohin dann? Ich verliere Kraft und ich bin down fast. Dann wieder zum Wasser. Du musst immer zum Wasser, kühlst du runter. Zum Wasser, dann bist du safe. Das ist der Sinn. Und dann zum nächsten Automat. Ich weiß nicht, wo die alle sind. Einer ist beim Essen und so. Also brauche ich den jetzt nicht nochmal machen? Wenn du ihn reingeschüttet hast, dann nicht. Nee. Ich renne jetzt nochmal hin und guck, ob das... Ich fill jetzt den Bucket. So, Bucket fillt sich. Genau. Und nochmal rein. Der steht, du musst Kool-Aid reinfüllen. Und dann zum nächsten Automaten, oder... Weiß ich nicht. Ich habe den Schritt noch nie gemacht, aber du musst es reinfüllen. Ich weiß nicht, ob du da noch Wasser hast, aber im Wasser bist du safe. Wenn du irgendwo in der Wasserquelle reingehst, bist du safe. Hast du jetzt noch das Geräusch vom Automaten? Nee. Dann musst du wahrscheinlich immer wieder neu Wasser holen.
Ja, du kannst jetzt hier eine Wasser-Wunderwaffe dir holen. Bei der Eisding ist eine drin. Kannst jetzt abholen. Claim your prize. Und jetzt kannst du hier über der Rutsche eine Batterie irgendwo unterschießen. Ja, aber jetzt ist, ich habe kein Dings, leider, kein Eselding. Also was schmeiße ich jetzt weg? Meine gepunchte Raygun. Aber ich habe keine Perks, ich habe 5 Perks. Was hast du alles da? Oder lass mich sie holen. Ich habe 5 Perks und kann ja... Ich habe die jetzt. Den Face Melter. Warte, ich guck mal, ob ich jetzt hier Ding finde. Ja, irgendwo hängt jetzt hier die Batterie oder sowas. Die muss ich runterschießen mit einer Spritzpistole. Habe ich. Jetzt muss man von ganz oben rutschen. Und die einsammeln mit F. Ich habe die Zombies. Willst du rutschen gehen? Ja, aber dann muss ich entweder meine... Oh, oh. Du musst gar nichts jetzt gerade weglegen. Ich habe dir die Waffe genommen. Oh Gott, it's going hot. Nicht vergessen, du musst in Wasser rennen, dann bist du wieder cool. Dann geh ich mal hoch zur Rutsche. So, hol jetzt das schon mal. Ich hab hier auch eine coole Waffe, aber also... hol ich mir eine Wunderwaffe und eine Raygun nur? Weißt du, das ist vielleicht das nicht ist so geil. Das ist keine gute Idee, wir haben den Bossfight am Strand. Vergiss es nicht. Ja, eben. So, ich hol jetzt die Batterie. Hab die Batterie. Und hau die jetzt bei Neil rein. Ich hab die Zombies jetzt gerade nicht bei mir. Ich hab hier gerade auch keine. Gibt's hier noch Bonbons? Oh, die Wunderwaffe sieht schon sehr geil aus. Ich guck die mir gerade mal so ein bisschen an. Diese Dischort ja, ist halt alle krass, Perks, ne? Vielleicht kriegen wir auch alle Perks, wenn wir die Münzen da haben. Weil es gibt auf jeden Fall ein All-Perk-Ding. Aber ich weiß nicht, wo die Positionen davon sind. Also ich hab eins hier eingesammelt. Nein. Vielleicht mit den Tokens. Da hinten ist ja noch eine Kiste, die wir füllen müssen. So, ist drin. Okay, wo ist eine Kiste? Wo? Jetzt machen wir Granatenkills. Dann haben wir noch einen weiteren Step. Boah! Da hinten im Startgebiet, wo ich gerade hinflieg, ist noch eine. Na, wir müssen jetzt Granatenkills machen, das wird auch nochmal richtig ätzend. Am besten mit der Raygun einmal anschwächen und dann Granaten in die Crowd. Stopp, nicht töten. Warum nicht? Hier ist eine Kiste, die wir füllen können. Da fehlt nicht mehr viel. Hier. Die ist schon voll, ne? Ja. Nein, die hier. Ja, ich wollte nur gucken, ob die andere schon voll ist. Da kommt wieder der Affe, ey, wenn du hier... Ja, nur wenn du hier dagegen schießt. Irgendwo hier dagegen mit einer Knarre. Hey, Smelter, ist der geil? Weiß ich nicht, probieren aus. Tick, tick, boom, boom. Oh mein Gott, der Zombie hebt ab. Alter, der Jetpack-Zombie. Achtung, Granaten. Kein einziger mit einer Granate gekillt, das kann auch nochmal ewig dauern. Gibt's hier irgendwo Granaten mit C4 oder so? In der Kiste. Nicht wandmäßig kaufbar? Weiß ich nicht. Ist die Kiste voll da hinten? Nee, aber ich wollte wegrennen. Was war das? Oh nein, Welle 20. Der Goon. Oh, und er ist bei mir direkt. Shit. Dann renn erstmal weg, wegen dem Laser. Boah, der Laser. Ich hab ihn schon gespürt an meinem Schlawittchen.